Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei Fixflat mit Thorsten Helbig und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFlat und freue mich selbstverständlich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Wir starten in den August. So viele Monate jetzt schon vorbei, das Jahr ist schon fast rumgefüllt. Trotzdem müssen wir uns hier einmal den Risikohinweis anschauen. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Okay. Dann Thorsten, übergebe ich sehr gerne jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Meinen Bildschirm übertragen. So, Frau ist auch draußen. So, was? Mal gucken, was ihr überhaupt seht. Deine Plattform. Gut. Eine Plattform. Lass mich raten. Ähnelt dem Stereo-Trader. Richtig. Ja, guten Morgen in die Runde aus dem heute Morgen saukalten Norden von Norwegen. Wir sind, ich sag mal so, geschätzte 300 Kilometer südlich vom Nordpolarkreis. Und nachdem ich die Temperaturen in Deutschland gesehen habe, bin ich auch ganz froh, dass wir hier sind. Heute Morgen aufgewacht bei 14 Grad innen und 9 Grad außen. Das wird sich im Laufe des Tages aber noch geben. Wir haben harte Zeiten hinter uns. Das ist eben nun mal so, wenn man so eine Reise tut. Vielleicht hat der ein oder andere das aus unseren Mails entnommen. Wir sind zwischendurch mal kurz abgesoffen. Das ist, wenn in so einem Wohnmobil die Technik mal nicht funktioniert und man abends losgeht und Elche gucken will, die es hier oben wirklich satt gibt, die kann man hier zu Fuß von unserem Stellplatz aus erreichen. Und wenn man einmal live neben so einem Tier gestanden hat, das ist immerhin das größte lebende Säugetier hier auf der in Europa. Wenn man einmal neben so einem Tier live gestanden hat, vor 2 Tagen ist einer neben unserem kleinen Cabrio hergelaufen. Wir haben so einen kleinen Peugeot mit, wie ihr vielleicht auf den Bildern gesehen habt. Und als wir morgens los sind und eine Tour aufs Hochplateau machen, ist eine Elchkuh so 3 Meter neben uns im Straßengraben gelaufen, so ich eine Vollbremsung hingelegt habe, die rennt einem dann vor einem über die Straße. Ich weiß, ich bin nicht der Größte, aber ich konnte locker drunter durchgucken unter diesem Tier. Und dann kamen wir zurück und dann hat sich hier bei uns im Auto ein Heizungsschlauch gelöst, der ist geplatzt und hat uns 110 Liter heißes Wasser ins Wohnmobil gepumpt, so dass man locker 10 Tage zu tun hatte, die Schäden zu beseitigen. Kaum hat man diese Schäden beseitigt und sich da man ja nicht viel machen konnte, musste man sich Alternativen suchen. Dann haben wir unsere Fotoausrüstung genommen. Ihr wisst ja, dass wir ganz gerne fotografieren und haben uns um Seeadler gekümmert und ich habe dann ein Horst gefunden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich habe einen Adlerhorst gefunden, nachdem wir wirklich 4 Tage gesucht haben und haben in dem Horst 2 Junge und die Elterntiere gesehen. Dann haben wir gesagt, mal gucken, was wir mit denen machen können. Und hier ein kurzes Resultat, nachdem wir sie dann ein paar Tage an uns gewöhnt haben. Das ist sehr, sehr, muss man sehr vorsichtig machen, sehr akribisch, um sie an dein Verhalten im Boot zu gewöhnen, um die Tiere an deine Klamotten zu gewöhnen, dass sie wissen, dass sie dir auch vertrauen können. Du musst dann Köder haben, dass sie diese auch nehmen können. Die Möwen sind hier lästig, die fressen einem alles weg, wie man gleich sehen kann. Das haben wir dann 7 Tage lang gemacht mit dem Ergebnis. Wie wir sehen, kaum kam der Adler hier angefegt, kam die Möwe auch schon hinterher. Er hat gesehen, dass wir ihm was hingelegt haben, was er sich holen sollte und was er dann auch
gemacht hat. Mein bestes Bild in den ganzen Jahren, die wir jetzt inzwischen fotografieren, sowas so 10, 15 Meter neben dem Boot zu haben, ist der Hammer. Wie wenn so eine imposanten Tiere, es ist einfach nur geil. Und dann ist er mit der Makrele, wie man sieht, ist er dann abgehauen. Das Blöde an der Geschichte war, dass wir dann auf dem Rückweg habe ich meine gesamte Fotoausrüstung mit nicht unerheblichem Wert im Meer versenkt. Hab sie zwar retten können, die war nur eine Minute im Wasser, der Rucksack war nur eine Minute im Wasser, aber ich habe dann ein paar Minuten später feststellen dürfen oder feststellen können, was Salzwasser so anrichtet und die gesamte Ausrüstung, sehr teure Objektive, ein paar Einzelstücke dabei mit Totalschaden. Nun sitzen wir hier und lauern. Die Jungen sind fast flügge. Ich wollte den Ausflug gerne noch festhalten und lauern drauf, dass wir eine neue Ausrüstung kriegen, was hier in Norwegen, im Norden von Norwegen nicht ganz so einfach ist. In Oslo hätte man gesagt, okay, setzt man sich einen Tag auf die Fähre und besorgt sich was Neues, ist jetzt hier nicht so einfach. So viel dazu. Wir werden die Tour noch ein paar Tage fortsetzen. Ich weiß gar nicht, wann wir den nächsten Termin haben. Ich schätze mal in 14 Tagen. Nelson ist da immer besser informiert als ich. Er informiert mich glücklicherweise auch immer einen Abend vorher, so dass wir auch nichts vergessen können. Aber ich gehe mal davon aus, in 14 Tagen ungefähr werden wir wohl die nächste Session haben. Für alle Forex Proler, die uns schon länger folgen und die Servicepaket gebucht haben, zur Information. Nächste Woche finden bei uns keine Webinare statt. Gar keine. So, genug gequatscht. Jetzt haben wir es nicht nur 48, jetzt haben wir es auch schon 53. Aber wir wollen ja auch von so einer Tour ein bisschen was erzählen. Ich weiß, der ein oder andere kennt uns hier schon ein paar Jahre, kennt uns schon in- und auswendig. Aber warum machen wir das alles hier? Wir machen diesen Job ja hier nicht nur, um euch morgens hier voll zu quatschen und dummes Zeug zu labern, auch wenn das Spaß macht, sondern ich glaube, die Hütte ist ziemlich voll heute hier, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Ich mache diesen Job jetzt das 13. Jahr und in der Form, so wie jetzt hier aus Norwegen, machen wir den jetzt inzwischen das fünfte Jahr. Das fünfte Jahr, dass wir im Wohnmobil den ganzen Sommer unterwegs sind. Im Winter steht das Gefährt unter Dach, aber im Sommer sind wir ausschließlich damit unterwegs. Warum? Einmal, weil wir Skandinavien lieben. Klimawandel lässt in Deutschland grüßen, wie wir das zweite Jahr in Folge sehen. Der Klimawandel lässt grüßen. Wir lieben die Natur hier oben, aber ich bin noch zu heimatverbunden, um auszuwandern. Das ist nicht meine Baustelle. Dazu haben wir Kinder und Enkelkinder in Deutschland. Aber wir lieben die Natur, wir lieben hier die Tiere. Es rennt hier gerade ein Hase bei mir am Wohnmobil vorbei. Und was für einer? Mittag. Wir lieben die Freiheit zu arbeiten, wann und wo wir wollen. Und das leben wir jetzt das fünfte Jahr aus. Wir zeigen es seit 5 Jahren, dass man das kann. Wir zeigen seit 5 Jahren, dass es nicht wichtig ist, hier Millionen zu kassieren. Das wird sowieso nicht gelingen. Wenn das einer vorhat, soll er mit der zweiten Million anfangen. Die erste ist viel zu schwer. Sondern es geht darum, zu testen und zu zeigen, dass ein Leben mit so viel Freiheit, über die Freiheit kann man dann, die kann man ja so oder so definieren. Der eine sagt, Freiheit ist für mich, ja, wenn ich 3 Millionen auf der Kante habe und 55 bin, dann habe ich für jedes Jahr 100.000 irgendwie zur Verfügung, dann geht es mir gut. Freiheit ist für mich, morgens aufzustehen, gesund zu sein, sich hinzusetzen nach einem festen Regelwerk, vielleicht 1 Stunde, manchmal auch 2 oder 3 zu arbeiten und danach das zu machen, woran man Spaß hat.
Ich weiß, ich mache auch den ganzen Tag einen Job. Ich bin den ganzen Tag hier mit meiner oder mit unserer Community, mit unserem Laden beschäftigt. Aber das machen wir nicht, weil ich es machen muss, sondern wir machen das, weil wir es machen wollen. Ich bin einfach noch zu jung, um einfach nur Müßiggang oder ganzen Tag hier nur faul rumzuliegen. Das ist nicht mein Ding. Außerdem macht es einen Riesenspaß nach 13 Jahren. Aber wir wollen jetzt zeigen, dass es geht mit relativ überschaubarem Kapital, mit relativ überschaubarem Einsatz, überschaubarem Risiko, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht in Massen, aber eben so, dass man eben davon leben kann. Ich glaube, mit 3, 4, 5.000 Euro kommt man im Monat ganz gut zurecht. Wie tun wir das? Dazu mal ein kleiner Rückblick. Wenn ihr Fragen dazu habt, schmeißt ihr zwischendurch rein. Ich bin inzwischen so weit, dass ich mir für Webinare hier ein Tablet daneben gestellt habe als zweiten Bildschirm. Inzwischen geht das, dass man so ein Ding dafür nutzt. Also immer raus damit, wenn ihr irgendwelche. Ich weiß hier, der ein oder andere selber Wohnmobil ist. Wenn ich hier sehe, Roger ist hier glaub auch dabei, wie ich das sehen kann. Den, ich glaube, Roger kenne ich jetzt 5 Jahre irgendwie, aber dieses Jahr habe ich es geschafft, ihn anzustecken. Er ist inzwischen auch teilweise mit dem Wohnmobil unterwegs. Glückwunsch dazu. So, gucken wir uns mal diesen Jungen an. Wir gehen in den August völlig entspannt. Total. Wir haben zur Kommunikation zwei Facebook-Gruppen, wo man alles nachverfolgen kann, was wir tun, wenn wir das schaffen, es vorher zu posten. Dazu am Rande, alles, was wir dort schreiben, jede Performance, die wir veröffentlichen, alles, alles, wir veröffentlichen nur das, was wir vorher ankündigen, vorher ganz bewusst groß geschrieben. Hinterher kann jeder, oh, guck mal hier, da habe ich das und das gemacht, und guck mal hier, das war ein toller Trade, das war eine tolle Position. Was ist das hier? Hä? Nochmal. Sagen, wo kommt deine Position her? Naja, man arbeitet mit der Beta-Version. Ich will hier nur nebenbei mal kurz gucken, was das Ding hier macht, weil ich habe mir in diesem Bereich diesen Lauf, den er nach oben gemacht hat. Wir sind jetzt hier ungefähr in Höhe vom Schlusskurs von gestern Abend. Da. Das heißt, wir sind am Schlusskurs angekommen. Wir haben es jetzt gleich 8 Uhr. Sollten wir den Schlusskurs hier oben drüber kriegen, über diesen Fibo-Level, würde ich mir gleich hier eine Long-Position suchen. Ich erkläre auch gleich, warum, wieso, weswegen. Wir können völlig entspannt an die Geschichte rangehen. Wir können ganz entspannt in den August laufen. Warum? Weil wir uns im DAX völlig gegen den Markt gestellt haben. Ich habe gerade gesagt, wir veröffentlichen oder wir reden nur über Positionen, die wir vorher veröffentlichen, wo wir vorher sagen, pass auf, wir machen jetzt das und das. Scheiße. Komm, ein kleines Stück zurück. Ah. Das ist sehr ärgerlich. Okay, warten wir ab, lassen wir ein kleines Stück zurücklaufen. Über dieser Kerze wollte ich mich einstoppen lassen. Über dieser 5-Minuten-Kerze. Wenn die hier schließt, dann wollte ich mich hier einstoppen lassen. Sei ein Tick zu langsam. Ich lege hier mal sicherheitshalber eine Limit hin, weil wenn er jetzt wieder dahin kommt, ich hätte mich dort einstoppen lassen. Und wenn ich mich dort hätte einstoppen lassen und er läuft dort dahin wieder zurück, dann kann ich die Position auch anders eröffnen.
wenn er mir den Kurs wiedergibt. Weil wenn er eine Minute später da hochgelaufen wäre oder ein paar Sekunden später da hochgelaufen wäre, hätte es ja auch gepasst. Euro Pro gucken wir uns gleich an. Warum auf einmal long? Wir haben letzte Woche haben wir geschortet. Gestartet sind wir bei 12.586. Geschlossen haben wir die Position vorgestern bei 12.152. Also 430 Punkte haben wir eingefahren. Position kann man nachlesen. Mann, komm. Die Position kann man nachlesen, kann man in den Facebook-Accounts bei uns nachlesen. Und wir haben die dann nach dem ersten Tief, nachdem die 12.1 das erste Mal getoucht hat, haben wir den Rücklauf bei 12.150 geschlossen, haben diese Position dann gestern gedreht, sind bei 12.150, 12.152 sind wir long gegangen, haben die Position gestern dann mit 15, 16 Punkten abgesichert. Und vor der Fed-Geschichte, man hatte damit gerechnet, dass ein bisschen was passieren wird. Und wir sind gestern Abend dann rausgekegelt worden. Wir hatten als übergeordnetes Ziel nach unten die 12.050 auf dem Deckel. Auch das kann man sauber nachvollziehen. Die 12.050 hat er dann gestern hier unten sauber geholt, während der Fettgeschichte hatte er gestern einmal den Spike runtergemacht, die 12.050. Wir haben heute den ersten des Monats. Am ersten des Monats haben wir zu mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher steigende als fallende Kurse. Und wir warten noch auf einen Rücklauf an die 12.280. Als Zwischenmarke hatten wir 12.230. Die hat er gestern hier ganz knapp verpasst. Die hat er hier gestern ganz knapp verfehlt. Also bis an die 28 gelaufen. An der 30 hätte ich wahrscheinlich schon mal einen Short-Versuch gestartet und den sehr schnell Break-Even abgesichert. Schade. Wären fast nochmal 200 Punkte gewesen in dem Lauf gestern, der hier auch übrigens zu erwarten war. So, ärgerlich ist dann, wenn man so eine Kiste so wie die jetzt hier verpasst. Ich mache es jetzt mal ganz einfach, bevor mir diese Nummer wegläuft. Ich muss mit der ganzen Geschichte hier unten drunter. Mit den Stops muss ich hier unten drunter bleiben. Und wir haben als Take Profit 150 Punkte. Den muss ich jetzt auf 130 setzen. Ich hatte das ganze Ding vorbereitet, dass ich etwas besser reinkomme. Ich will diese Geschichte bei der 12.280 schließen. Sollten wir diese Nummer jetzt hier diesen Trendwechsel vollziehen, würde ich diese Position gleich sehr zügig aufstocken. 10 DAX, ja klar, selbstverständlich. Was hast du denn gedacht? Wir spielen ja nicht im Sand. Nein, das war aus Versehen. Eigentlich wollte ich ein. Ja, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz den FIBO hier. Ja, Börse ist kein Ponyhof, ne? So, du brauchst deine Förmchen. Ja, Lutz, das glaube ich. So, und jetzt würde ich diese Position sogar sehr zügig pyramidisieren. Und zwar, sobald wir da oben drüber sind. Da sind wir bei 77 und dann sind wir bei 25 Punkten, 27 Punkten BE-Schutz. Da will ich pyramidisieren und dann soll das ganze Ding auch schon
ein bisschen größer werden. So, ich werde das Risiko hier schon mal minimieren. So, wir sind bei 25 Punkten Risiko. Es gefällt mir viel besser. Die Limit hier können wir rausnehmen, weil wir stocken oben auf. Mir ist da viel zu viel Dampf drin. So, 22 Punkte Risiko. Das gefällt mir viel besser. Jetzt lassen wir das Ding laufen. Mein Tagesziel liegt bei 10, 12 Punkten, bei 12 Punkten ungefähr, die wir uns holen wollen. Wir haben unser Monatsziel schon drinnen, deswegen muss ich jetzt, kann ich ein bisschen entspannter sein. Und wenn so eine Position Break-Even abgesichert ist, dann kann man die auch rennen lassen. Das werde ich in dem Fall auch tun. So, wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben aber kein neues Tief, deswegen ist das auch keine neue Bewegung, sondern diese Bewegung findet innerhalb von dieser statt, da wir kein neues Tief haben. Aber Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben eins, zwei, drei Bewegung. Die dritte Bewegung ist jetzt nicht ganz so lang gewesen. Wir haben gesehen, warum sie gebremst hat. Das liegt an dem, an der Fibonummer. Wir haben diese Bewegung hier zu 61, 866 auskorrigiert. Das war der Grund, warum ich hier gekauft habe, warum ich hier diese Nummer haben wollte. Ich wollte viel besser rein. Das ging dann aber zu schnell und ich musste euch noch einen vom Pferd erzählen. Hier bei 43 wollte ich rein. Über diese Kerze hier, wenn die in den Fibo-Bereich oder über diesen Fibo-Bereich schließt. Okay, hat nicht ganz geklappt. Jetzt sind wir ein bisschen schlechter im Markt. Das heißt, ein bisschen, fast 10 Punkte. Das Tagesziel wäre jetzt schon locker drinnen gewesen mit 18 Punkten. Hätte man schon die Reißleine ziehen können, wäre das Ding erledigt. Ja, es ist Live-Konto, man sieht es hier oben steht Live-Server. Wir handeln nicht im Demo. Im Demo-Konto handeln ist, ja, genau wie alkoholfreies Bier und alkoholfreies Bier ist wie im BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus. So, diese Nummer lassen wir jetzt einfach laufen. Da oben stocken wir auf. Wir hören es ja bimmeln, wenn das weitergeht. Oder wir hören dieses eklige Geräusch, wenn wir nach unten rausgekegelt werden. So, jetzt gucken wir uns den Jungen an. Hier war unser Setup gestern. Ach so, zum DAX erstmal fragen. Ja, habe ich vergessen. Ja, also, was wollen wir? Mein Ziel ist es, da hochzukommen in diesen Bereich. TP im DAX, da ist er. 12.280. Ich habe 30 Punkte, 130 Punkte als Take Profit angegeben. Auch hier muss ich mich Nelson mal anschließen. Keine Handelsempfehlung. Ich zeige nur, was ich mache und ich erkläre jetzt einfach nur, was bei mir im Kopf vorgeht. Keine Handelsempfehlung. Jeder ist für sein Trade selber verantwortlich. Ich versuche euch nur ein bisschen an meiner Denke teilzuhaben. Also was den Markt betrifft. Alles andere interessiert euch wahrscheinlich eher nicht. Ist vielleicht auch besser so, ne, Carsten? Mein Ziel ist es hier oben diese Nummer anzulaufen, das rührt aus dieser Bewegung. Wir haben hier zwei Marken. Wir haben hier die 12.272 angepeilt und die 12.321. Diese Marken sind für mich ausschlaggebend, um dort zu shorten. Dort oben will ich shorten, was das Zeug hält. Alles, was wir jetzt hier machen, ist nur Pulver beschaffen, um die Short-Position nachher auch dementsprechend mit trockenem Pulver antreten zu können oder in die bärische Schlacht zu ziehen, wenn mit genügend trockenem Pulver. Das heißt, hier oben drüber kriegt er nochmal einen richtigen Schub. Das Problem aber dann, wenn es da ist, 12.200, würde ich die Position verdreifachen, um sie dann Break-even abgesichert hier hochlaufen zu lassen. Wichtig ist, dass ich hier oben genug Material habe, um dann mir den Markt anzuschauen, lohnt sich das Shorten.
Wir sind bei 12.153. Bis zur 2,80 sind das 2,70, 2,80, das sind 120, 130 Punkte. Der erste des Monats ist meistens von steigenden Kursen im DAX geprägt. Ich glaube, von 12 Monaten sind 8 oder 9 Monate mo am Monatsersten mit eher von steigenden Kursen ausgezeichnet als von fallenden. Deswegen hoffe ich, dass wir heute Nachmittag irgendwo in diesem Bereich hier oben landen, um dann dort oben die Short-Position einzugehen. Und wenn ich mir das mal anschaue, was nach dem Chaos gestern passiert ist, und sage, okay, das hier ist die erste Bewegung und jetzt startet die zweite. So, da. Und dann sind wir schon mal da oben an dieser Nummer angekommen. Wenn wir diese Bewegung hier wiederholen, ich mache das gleich mal im Stundenchart. Wir hatten gestern das Hoch bei 12.228 und wir hätten hier dann ganz knapp da oben drüber auf jeden Fall die Stops von denen geholt, die da geschortet haben. Also ein Anlauf bis zur 12.220, 12.230 ist durchaus denkbar und da oben entscheide ich dann, ob ich noch aufstocke oder drauflege. Dafür brauchen wir einen Schlusskurs, idealerweise über mehrere Zeiteinheiten, also 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, besser sogar eine Stunde, so ganz knapp da oben drüber, dann würde ich je nach Marktverlauf dort oben noch einen drauflegen. Richtig, Rotscheide, am Monatsersten, also sagt man jedenfalls, dass es viel daran liegt, dass frisches Geld da ist bei den Fonds, bei den großen, die dann am ersten des Monats investiert werden müssen. Gerade das, was so an Dauersparplänen oder so dann eingezahlt wird, das muss ja irgendwo rein. Daraus resultieren oft die steigenden Kurse am Monatsersten. Wenn man das nachvollziehen will, einfach mal so die letzten Monate zurückschauen. Was ist wo passiert, weil welche an welchem erstes was passiert, dann kriegt man auch ein besseres Verständnis dafür. So, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann machen wir das mal noch ein bisschen genauer. So. Und zack. Diesen Bereich blende ich aus. Aufwärtsbewegung ist die hier. Und die würde ich jetzt ganz gerne dahin duplizieren. Problematisch kann jetzt sein, haben wir keinen Ton? Doch, ich höre dich. Okay. Problematisch kann jetzt werden, wir haben noch keinen abgeschlossenen Trendwechsel, den haben wir erst mal einen 5 Minuten Schlusskurs da oben drüber haben. Da drüber will ich einen Schlusskurs sehen, über der 55, dann bin ich etwas entspannter. Okay, so viel zu diesem Jungen. Sorry. Kann ab und zu mal passieren. Mich vorhin kurz vor dem Webinar böse verschluckt. Wahrscheinlich, weil ich Nelsons Stimme gehört habe. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn man sich verschluckt, es kommt darauf an, womit man sich verschluckt. Mit Doch. Kaffee, gut, dann ist man wach. Mit Bier, dann ist man müde. Okay, so viel zu der Nummer hier. Diese Position ist, glaube ich, klar. So, hier, das war unser Lauf gestern. Wir wollten gestern hier von der 1.11.63, das sind die Marken aus unserem Webinar gestern früh, 1.11.63 zur 1.11.42. Und das idealerweise, so, da sieht man es besser.
Und hier unten wollten wir diese Geschichte drehen auf Long. Jetzt sind hier, ich mache das wieder größer, ich weiß, der Lutz, der kann sonst nicht gucken. Dann schimpft er wieder mit mir. Das ist ein Job bei uns in der Community, mich klein sensiblen Menschen immer auszumeckern. Hier haben wir die 1.11.63 und jetzt gehen hier die Meinungen ein bisschen auseinander. Aha, muss ich mal ein Stück hier wegschieben, sonst sehe ich nicht alles. Na? So. 1.11.63 war die Nummer bei 1.11.61.8, also 1,2 Punkte. Darunter hat er gestern gedreht. So, wer mit einer Limit arbeitet, mit einer Short Limit Order arbeitet, ich weiß, das haben gestern ein paar getan, 1,2 Punkte, das, dann gibt man der Position 2 Punkte, 2,5 Punkte Luft. Das heißt, wenn bei 1,11,63 eine markante Marke ist, dann gibt man dem Ding 2 Punkte Luft. Dann ist man bei 1,11,61 und dann dürfte man hier abgeholt worden sein. Aber gerade so bei 0,7 Punkten Spread, aber auf den Tick genau. Ziel dafür war hier unten die 42. Und bei 42 haben wir gesagt, prüfen wir, ob wir das ganze Ding drehen. Die Long-Position, die hier nachher gefasst wurden, die 43 hier wurde auf den 42,5, wurde auf den Tick genau angelaufen. Da sehen wir es, diese rote Kerze. Lutz, siehst auch du die? 11:40 Uhr Serverzeit. Die wurde auf den Tick genau ausgeführt bei der 42. Danach ging es dann hoch bis zur 52. Das heißt, 10 Punkte vorne. Wenn wir 10 Punkte vorne sind, geht der Stop Break Even. Und dann ist diese ganze Geschichte Break Even wieder rausgeschmissen worden. Ich selber habe es auf zwei verschiedenen Konten gehandelt. Auf dem einen Konto wurde ich hier abgeholt und auf dem anderen Konto leider nicht. Ist immer so, die kleinere Position wurde abgeholt, die größere wurde leider nicht abgeholt. Ihr könnt mir aber gerne eure Erfahrungen sagen, wie ihr, ob ihr abgeholt wurdet oder ob ihr nicht abgeholt wurdet, ob die Position ausgeführt wurde oder nicht. So, der Peter hat dann ein Euro pro Short-Signal gesehen und ist dann raus. Okay, kann ich auch nachvollziehen. So, soll man ja, wenn ein Gegensignal kommt, dann sollte man die Position ja auch verlassen. So, durch den Move gestern ergibt sich heute ein bisschen anderes Szenario. Und zwar 1.10.07 ist heute für mich ausschlaggebend hier unten. Die untere Marke 1.10.07 gucke ich mir an zum Kauf und 1.11.06 um zu shorten. Das sind die beiden wichtigen Marken, ansonsten müssen wir uns rein nach Euro Pro richten. Euro Pro heißt, wir brauchen als erstes mal einen sichtbaren Chart. Ne? Hasse ich, wenn der im Hintergrund ist. So. Wir brauchen einen Trend. So, und jetzt gehen wir die Nummer einfach mal von oben nach unten durch. Haben wir einen Trend, ja oder nein? Ja. Hier ist nichts hier von wegen mit dem Kopf auf dem Kissen neben dem Laptop liegen und bloß zuhören, mit der linken Hand in der Nase popeln und mit der rechten Kaffee trinken. Ja, jetzt ist die Feinfühligkeit gefragt, ne?
Wir haben Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt müssen wir mit dem Fadenkreuz mal genau gucken. Wir haben ganz klar einen Aufwärtstrend, aber diesen Aufwärtstrend in einem intakten Abwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wir haben hier trendlose Phasen, gibt es mir nicht. Wir haben hier kein tieferes Tief, wir haben hier auch kein höheres Hoch. Aber hier haben wir ein tieferes Tief und damit ist der Abwärtstrend immer noch voll intakt. Und wir sollten Short-Positionen bevorzugen. Wenn wir Short-Positionen bevorzugen, brauchen wir einen völlig intakten, gültigen Abwärtstrend. Sonst brauchen wir da gar nicht nachgucken. Und dann müssen wir auf die Korrektur warten und gucken in den 1 Minuten. So, und wenn wir jetzt in den 1 Minuten gucken, sagen wir brauchen den Bruch des letzten Tiefs der Aufwärtsbewegung, weil dann haben wir wieder einen Abwärtstrend. Hier haben wir das letzte Tief. Danach haben wir diese Hochs. Darunter haben wir dieses Tief. Und da haben wir hier den Entry eben verpasst. Regelwerk ist, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll gebrochen sein mit Musik, dann den Rücklauf und in den Rücklauf hinein shorten wir. Dafür war ich jetzt einfach zu langsam. Leider Gottes. Regelwerk. Letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Mit Musik, das war hier, dann den Rücklauf in unsere Wolke, Hintergrund rot, in den Bereich der Wolke, Hintergrund rot, Umkehrformation. Hier haben wir was? Hier haben wir was für eine Formation? Ein bärisches Harami, richtig. Und bärisches Harami weist darauf hin, dass wir hier auch sauber shorten können. Muss ich mal ganz kurz beiseite schieben. Papa war zu langsam bei der Nummer. Leider Gottes. 45 Entry. Darunter lässt man sich dann einstoppen. Wie ich sehe, hat der DAX gerade ein bisschen was verloren. Gucken. Ich habe mich rausgekegelt. Seht ihr das? So. Okay. Darf er? Na, eigentlich darf er es nicht. Ich habe es ihm verboten. Nein, doch, er darf es. In dem Fall würde ich mir hier über dieser Kerze. Wir haben hier ein Tief und das hier verwerte ich jetzt im Moment als nachlaufendes Tief. Nachlaufendes Tief. Schlusskurs wieder da oben. Wir haben hier einen Hammer mit einem roten Kopf. Der sollte mich dazu bringen, da oben die Nummer wieder zu starten. So, und zwar Entry bei der 37 über dieser Kerze. Und dann haben wir das nachlaufende Tief, darf nicht kaputt gehen. 23, 37, 23, 22, 37, also 15 Punkte Stop. Und 37 sind wir diesmal bei 145 Punkten. Gell? Okay.
So, automatisiert, alles fertig. Da das Zwischenhoch, da drüber können wir dann auch wieder aufstocken. Warum tue ich das? Weil wir haben hier ein Tief. Ich habe meinen Stop vorhin etwas eng nachgezogen, weil wir hier unsere Fibo-Level haben. Das ist ein Trade oder eine Position nach meinem Verständnis für Fibo oder so, wie ich Fibonacci-Ebenen anfasse und wie ich danach handle. Deswegen bin ich diese Position hier vorhin eingegangen. Der Stop war etwas größer, weil ich hier zu spät reagiert habe. Jetzt liegt diese Order hier, liegt jetzt richtig. Die andere hätte hier liegen müssen. Ich bin 10 Punkte zu schlecht reingekommen. Also musste ich auch 10 Punkte mehr verlieren. 22 Punkte Verlust waren das jetzt. So, die müssen wir jetzt wieder reinholen. Nein, müssen wir nicht. Wir gucken uns jetzt schön die Kerzenkörper an hier. Nee, gucken wir uns noch nicht an. Wir gucken jetzt erstmal gar nicht hin. Die Position ist da. Wir haben hier einen Close bei 1,32,05 und wir haben hier ein Open. Das heißt, für ein bullisches Engulfing soll der Schlusskurs hier dem Eröffnungskurs von der blauen Kerze entsprechen. Der Eröffnungskurs der blauen Kerze, da ein kleines bisschen müssen wir da runter. Der Eröffnungskurs der Kerze sollte gleich oder tiefer von der roten Kerze sein, vom Kerzenkörper ausgegangen und der Schlusskurs soll über dem Eröffnungskurs der roten Kerze entweder gleich oder höher von der Eröffnungskerze sein. Dazu kommt, dass das hier ein schöner Hammer ist, allerdings einen roten Kopf und der sollte jetzt mit einer blauen Kerze bestätigt werden. 17,5 Punkte, 145, das passt. Die 145 sollte jetzt genau da liegen, wo wir hinwollen. Passt auch. Okay, zurück zum Euro. Da, ärgerlich, diese Geschichte hier zu verpassen. Das ist unsere Haupteinkommensquelle, die wir haben. Das ist unser Hauptregelwerk. Dieses Regelwerk begleitet mich jetzt inzwischen seit über 10 Jahren. Und dieses Regelwerk bringt mich täglich dazu, morgens in ziemlich früher Zeit, danke, dass ihr heute Morgen auch so zeitig aufgestanden seid, mein Tagespensum zu erreichen, mein Tagespensum zu erarbeiten. 12 bis 15 Punkte. Hier war ich zu langsam. Da ist der Entry. So. Und bei 12 bis 15 Punkten hätte, ich weiß, wie gesagt, Lotto Matthäus wäre Fahrradkette. Ich weiß, es ist scheiße. Ich habe es einfach verpennt. Aber wenn die Bude jetzt nicht so voll wäre, wenn ich jetzt heute Morgen nicht so viel Besuch gehabt hätte und jeder hier nach einem Kaffee schreit von euch, ne, dann hätte ich es ja auch gemacht. Also, das lernt man, wenn man verheiratet ist, wenn man in der Ehe ist, dann lernt man, das auch den anderen mal die Schuld zu geben, ne? Wer Börsenhändler ist, gibt immer den anderen die Schuld, sucht die Schuld selten bei sich selber. Die Schuld bei sich selber. Also, diese Position wäre jetzt 8 Punkte vorne. 8 Punkte vorne geht hier der Stop auf Break-Even, um dann zu schauen, was mit der Nummer passiert. Und die schön durchlaufen lassen. Das ist unsere Haupteinkommensquelle. Hier haben wir ein klares Regelwerk. Wir haben unten die 33. Von der 46 kommen, werden wir jetzt die 33 mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit direkt anlaufen. Und wenn wir die denn angelaufen haben, dann sollte man, da wir hier unten einen Zielbereich haben von Euro Pro, den ihr bei einem Euro Pro Setup mitgeliefert kriegt, sollte man hier diese Position auch rausschmeißen, sollte man die auch glatt stellen.
Regelwerk verstanden. Also wer Kunde bei uns ist, der kriegt das Regelwerk ja auch in Form von einem Handbuch oder so, kriegt er das. DAX-Position ist raus. So, jetzt müssen wir auf einen akuten Trendwechsel warten. Das FIBO-Setup hat sich erledigt. Da. Das FIBO-Setup hat sich hier sauber erledigt. Jetzt müssen wir warten, was hier unten passiert. Die nächste Nummer danach wäre im Moment, wenn wir hier nochmal einen Boden hinlegen. Die muss raus. Die Nummer, die wir hier gehandelt haben oder die ich hier gehandelt habe, die Rechnung für die Verluste kriegt Nelson nachher. So. Oder Carsten. Irgendeiner muss ja schuld sein. Die Nummer, die ich hier gehandelt habe, war ganz klar 61,866er FIBO. Dann schöne ausgeprägte blaue Kerze. Darüber sollte diese Nummer nach oben laufen. Der Anlauf war gut. Der Weiterlauf war scheiße. Ich habe den Stop hier nach meinem Regelwerk hier unten auch richtig platziert. Dort gehört er hin. Weil wenn dieses Level kaputt geht, dann ist das Setup hin. Wir haben den Schlusskurs danach mit diesem nachlaufenden Tief, haben den Schlusskurs wieder über diesem Tief gekriegt. Das berechtigt mich da oben drüber, die Position nochmal zu starten, weil mein Regelwerk dann immer noch gültig ist. Diese Lunden hier unten sind für mich nicht ausschlaggebend. Die zählen für mich nicht. Ja, und solange wir hier drunter kein neues Tief kriegen, wer würde ich den ersten des Monats, also heute auch immer noch bullish bleiben. Nach Euro Pro, zack. Wer jetzt so einen Rücklauf hat, hier so eine Korrektur, könnte sogar drüber nachdenken, wenn die Kerzenformation dieses bringt, dass man sich hier drunter nochmal einstoppen lässt oder direkt den Anlauf der Wolke nutzt hier, um aufzustocken und die gesamte Position dann break-even abzusichern. Aber immer erst nach, wenn die Kerze fertig ist. Die Position von hier kommen bis hier runter, gucken wir nochmal genau nach den Werten, 45 bis 36 wären 9 Punkte. Bei 8 Punkten geht der Stop Break-Even. Das heißt, unser Stop liegt jetzt hier bei 45, da wo die blaue Linie ist. Dann kann man sich überlegen, ob man sagt, Scheiße, jetzt wird mir das aber zu heiß hier. Ich nehme lieber 5, 6 Punkte mit an so einem Tag. Draußen scheint die Sonne, ich gehe jetzt Pilze sammeln. Oder man sagt, Scheiß drauf, Break-Even, hopp oder top, ich will mein Tagesziel erreichen. Das ist dann jedem selbst überlassen. Wir haben bestimmte Regelwerke auch für den Ausstieg, aber der Einstieg ist erstmal wichtig, damit man nach Regelwerk einen Start hat. Und dann sollte so eine Position auch nach bestimmten Regelwerken fortgeführt werden. Aber das alles kann man ja bei uns lernen. Ich weiß, von den Leuten, die jetzt hier sind, waren bestimmt 30, 40 bestimmt schon bei uns im Seminar. Da kann man, glaube ich, so das eine oder andere kann man mitnehmen. Nicht nur Bier und nicht nur ein Steak, sondern auch einiges an Wissen. Okay, gucken wir nochmal übergeordnet. Wenn wir diese gesamte Bewegung nehmen. Euro ist durch, da müssen wir uns die Marken unten angucken. Ja. Wenn wir die gesamte Bewegung nehmen, die er jetzt hier aufwärts gemacht hat, bis jetzt darf er dieses Tief hier sogar nochmal touchieren. Hier unten gucke ich mir die Nummer an. Ich werde es heute immer wieder probieren. Ich bin dann zäher Bursche. So. Und diese Nummer darf man auch nicht vergessen. Die habe ich vorhin übersehen. Schade.
dann hätte ich meine Stops anders gelegt. Wenn man diese Linie hier nimmt, die 14, komm hier. Ja, das kommt davon, wenn man dann nicht sauber arbeitet, nicht schnell genug arbeitet. Von hier kommend, diese beiden Tiefs verbunden, dann durfte er dieses Tief hier unten auch noch holen. Dazu darf er hier runter bis an die, ja, maximal bis an die 96. Okay, wenn ich mir jetzt eine Long-Position holen sollte, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hier, zack, nochmal an der Linie, da. Die würde ich aber auch nur mit 10 Punkten versehen. Und die nächste würde ich mir holen hier unten. Da wir heute den ersten haben, bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir noch long gehen. Diese beiden Positionen würde ich nochmal probieren. Wenn beide rausfliegen, dann kachelt er nach unten durch und dann ist das Setup erstmal hinfällig. Mittelfristig darf er diese Geschichte hier noch kurz, oh, da sind wir auch in 5 Minuten. Mittelfristig sollte er diese Geschichte bis hier oben kurz auskorrigieren. Bis dahin. Und dann den dritten Schub nach unten machen. Vom Zeitfenster. Ich nehme jetzt mal schnell alles raus. So. Wenn wir vom Zeitfenster ausgehen und dann sind wir auch schon durch für heute, haben wir hier diese Abwärtsbewegung. Ich gehe mal in den 30 Minuten, da sieht man das dann besser. Ich kann auch die Kerzen größer machen, damit Lutz auch was sieht. So. Das war die Bewegung von letzter Woche, die wir am Donnerstag und Freitag gehandelt haben. Das war die erste. Hier haben wir die zweite Bewegung, die wir bei der 450 gestartet haben. Die zweite war länger als die erste. Von hier haben wir einen ziemlich langen Korrekturzeitraum. Hallo. Und ist die Nagel nicht raus hier. So. Ziemlich lang Korrekturzeitraum, der dann hier auch greifen sollte. Und damit hätten wir Zeit bis heute Nachmittag. Den Spike hier unten blende ich mal aus. Das will ich mir erstmal angucken, wenn sich die Korrektur länger hinzieht. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Meine Jetzt wieder. Ja. Da hat meine Internetverbindung gehakt, wie man sieht. So. Ups. So. Und demnach hätten wir hier Zeit noch bis, ja, bis heute Abend noch dieses Ziel hier oben zu erreichen. Diese Korrektur, wenn die sich wiederholt, von hier an, diesen einen Spike da unten, den lasse ich jetzt einfach mal weg. Wenn die sich wiederholt, haben wir ein Zeitfenster bis heute Abend um 8. Und heute Abend um 8 sollten wir im Bereich 12.283 landen. Das ist einmal eine Nummer nach FIBO, einmal eine Nummer nach
A gleich C, deswegen auch dieses Ziel, was wir uns hier oben gesetzt haben. Und solange wir keine Schlusskurse unter der 12.100 kriegen hier per Stundenschluss, solange bleibt dieses Ziel auch erhalten. So, gucken. Oh, der, sorry hier, vielleicht die Position hier verpasst habe zu eröffnen, aber die ist Break-Even abgesichert. Die läuft immer noch. Und wenn man die hier oben, von hier oben bis zur 33 runterzieht und unser Regelwerk verstanden hat und die einer 33 glatt stellt, hat man seine 12 Punkte da drin. Unser Haupteinkommen ziehen wir zu 80% aus dem DAX, das ist unsere, aus dem Euro-US-Dollar nach unserem Regelwerk. Das ist unser Ziel, das ist für ein regelmäßiges Einkommen. Wie gesagt, 12, 13 Punkte mit, da sind wir gleich, mit 2, 3 Lot. Wenn man 12 Punkte hat, sind das 240 bis 300, $320 an 3 Tagen die Woche. Damit sollte man zurechtkommen. Wenn nicht, sollte man vielleicht von Champagner auf Bier umsteigen. Dann funktioniert es auch. An so einem Tag wie heute, nach so einem Tag wie gestern, wenn wir jetzt den Schlusskurs hier da drunter kriegen, muss der Stop schon mal da oben hin. Und an so einem Tag wie heute würde ich diese Position jetzt hier unten mit meinen 12 Punkten, mit einer Limit Pullback, mit einer Long Limit Pullback auch glatt stellen. Kachelt der hier unten durch, nimmt die noch ein kleines Stück mit, alles gut. Ich habe es verpennt, Lutz hat es wahrscheinlich wieder gehandelt. Ne? Der ist immer so toll, ich erkläre morgens im Webinar irgendwas, in der Zeit, wo ich dann erkläre, schaffe ich es nicht, auf den Knopf zu drücken. Und er sagt dann immer, wieso, du hast gesagt, der geht runter, also shorte ich. So wie ich ihn kenne, hat er wahrscheinlich hier oben auf den Knopf gedrückt, oder? Sag ich doch. Man kennt seine Pappenheime, ne? So, und da unten an der Linie stellt man diese ganze Nummer einfach glatt. Und wenn man die dann glatt gestellt hat, kann man den lieben Gott für heute einen lieben Mann sein lassen. Okay, Fragen zu meinen Setups oder zu den Setups? Da, die Limit an der Linie hat er nochmal geholt. Den Take Profit, den verschieben wir mal wieder. Danke, dass man da nochmal reinguckt. Okay. Nein, ich habe keine Angst davor. Null. Wenn ich ein Setup habe, habe ich ein Setup. Und ich handle das immer wieder. Immer, immer wieder. So. Und jetzt würde ich schnell pyramidisieren. Wenn wir hier hochlaufen, zack. Wenn wir jetzt da hochlaufen sollten, da und wir hier oben drüber ein neues Hoch kriegen, würde ich da oben drüber schon mal aufstocken und über dem Hoch gleich nochmal aufstocken und da geht mein Stop auch Break-Even bei der 56, also passt das hier mit 27, soll der Stop Break-Even. So, und hier sehen wir, Ziel war die 33,5, 34,1 war das Tief, 0,6 verfehlt. Diese Nummer hier hätte unser Tagesziel heute eingebracht, ganz sauber, und damit könnte ich mich jetzt auch verabschieden. Unsere Stunde ist rum, war eine schöne Viertelstunde mit euch. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie man das schafft, morgens in einer Stunde 2 Positionen in Sand zu setzen, wie man es schafft, auch morgens ziemlich zügig seine Verluste zu produzieren. Ja, ich sehe es völlig entspannt. Ich gehe ganz entspannt in den August, weil wir von den letzten Tagen ein Polster haben, was nicht von schlechten Eltern ist. Wir, zack, und wir haben noch, na komm, wir brauchen jetzt einen Moment, so, wir haben ja auch noch unser Dow Pro gestern Short-Einstiegsbereich hier oben, Ziel da unten, sauberer Durchlauf, vorgestern Long-Einstiegsbereich hier unten,
Aufzeichnung habe ich öffentlich geschaltet. Vorgestern Nachmittag, im Nachmittagswebinar, haben wir auch diese Position Long Live gehandelt. Wir haben gelongt bei 27,073 und sind raus hier oben mit 100 Punkten. Vorgestern 100 Punkte. Gestern hat er gebracht, unser Dow Pro kommen von der, na komm, da, wir nehmen immer eine Umkehrformation von der 67 bis runter, waren nochmal 50 Punkte. Und das Signal dürfte aber erst heute Nachmittag kommen, wenn New York öffnet hat. Okay, Fragen dazu? Unsere E-Mail-Adresse und so weiter wird Nelson euch wahrscheinlich in die Mail packen. Er ist ja manchmal ein ganz lieber Kerl. Er war stets bemüht, die ihm gestellten Aufgaben zu aller Zufriedenheit zu erledigen. Und meistens ist er pünktlich. Wenn Fragen dazu sind, schickt sie uns bitte. Vielleicht konnten wir dem einen oder anderen unsere Handelsweise mal wieder einen Tag etwas näher bringen und vielleicht konnten wir auch den einen oder anderen davon überzeugen, vielleicht an einem der nächsten Tage zu uns zu stoßen und unsere Community vielleicht ein bisschen zu vergrößern. Bei uns gibt es keinen Fisch, bei uns lernt man angeln. Wir sagen nicht, hier gehst du rein, hier gehst du raus, sondern bei uns lernst du deine Werkzeuge, die es im Markt gibt, zu benutzen. Wir freuen uns immer auf Zuwachs, auf jeden Fall in der Community. Im Sinne kann ich nur sagen, danke, dass ihr euch heute Morgen aus dem Bett geschält habt. Danke, dass ihr so zahlreich da gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was beibringen. Danke an Nelson, dass er uns immer wieder die Möglichkeit gibt, hier unser Können oder eben auch mal Nicht-Können zu zeigen oder eben zu zeigen, was wir machen. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag. Ich werde mal gucken, was die Adler machen. Ohne Kamera und wünsche euch einen schönen Tag. Gruß nach Ratingen und ins schöne Deutschland. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, danke dir, Thorsten. Grüße zurück aus Ratingen und ich bin froh, dass du doch mit mir zufrieden bist. Kann man ja wieder, kann man ja weitermachen. Also, Ihnen allen noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und wie Thorsten anfangs gesagt hat, am 15. geht es dann hier wieder zusammen weiter. Also, bis dahin, vielen Dank. Tschüss zusammen.